Und damit hallo, willkommen bei einem neuen Part bei ML Brossing. So, jetzt haben wir endlich einen neuen Bewohner. Sein Haus haben wir ja da vorne irgendwo hingepflanzt. Nee, das wollte ich nicht. Ich will mal auf die Karte gucken. Genau, der ist da eingezogen. Da vorne. Mal gucken, wer es ist. Genau, der Löwe haben wir. Ja, den begrüßen wir dann gleich. Aber erstmal haben wir Post. Okay, Frau Rainer, ist ja unser Paket jetzt, den wir auf jeden Fall abgeben können. Und Nook Inc. Wenn neue Bewohner habe. Und hier ein Brief mit Hi und ein Geschenk. Wunderbar. Und mal gucken, was ich mir da habe. Das eine ist auf jeden Fall das Gemälde. Genau. Und da haben wir die nächste Anleitung. Ja, super. Mal gucken, welche Anleitung wir da bekamen, die wir noch nicht hatte. Ein Blumenkranz. Wunderbar. So, sehr, sehr gut. Sag ich mal, geh mir erstmal das Gemälde ab. Ich hatte bestimmt von der letzten Part sehr, sehr gespannt, ob mir das jetzt überhaupt jetzt das originale Gemälde habe. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber wir kaufen uns auf jeden Fall uns heute noch ein weiteres Gemälde. So. Ja, das können wir jetzt abgeben. Und hoffe, ist das echt. Okay, das war wohl fake. Ja, das kann leider mal was schwierig. Können wir also damit auch verkaufen. So, da oben ist das Gemälderaum. Hier kann man ein bisschen was hinstellen, was man bei Rainer alles kaufen kann. Ein Gemälde haben wir soweit abgegeben. Na gut, war das allererste Gemälde. Das ist natürlich auch echt. Natürlich bei allen Leuten so. Und das ist das Gemälde. Wunderbar. Okay, wunderbar. Weil ich ein bisschen schade finde, dass man halt eben bis am nächsten Tag warten muss, bis das ankommt bei uns. Dann halt eben auch, dass man nur ein Gemälde am Tag kaufen kann. Finde ich ein bisschen schade. Man könnte es ja so ähnlich machen wie bei Tom Nook. Tägliche Angebote. Dann kann man sich das Leben dann leisten. So, wir gehen erstmal da vorne hin und werde neue Bewohner begrüßen. Wunderbar. Wie viele Bewohner können wir eigentlich haben? Ich muss auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube 9, oder? Genau. Hast du noch was zu sagen? Okay, dann gehen wir wieder raus. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall noch euch heute ein Gemälde kaufen. Aber eh erst am nächsten Tag dann wieder bekomme. Die Frau mit die Rübe, die müsste hier eigentlich heute am Samstag, kann das sein, irgendwo rumlaufen. Bin noch nicht ganz sicher, wann die kommt. Kommt die nur morgens? Ganz früh, 9, 8, 10 Uhr oder so? Oder findet man die auch laufenden Tages irgendwo auf die Insel? Gut, aktuell, falls sie da
ist heute Fedemisi nicht. Oder kommt sie nur am Sonntag? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, ob die Samstag oder Sonntag kommt. Wir haben ja heute Samstag. Für euch halt. Ja, ich glaube, dann kommt die wohl erst morgen. Aber leider sie jetzt nicht da. Sehr, sehr schade. Auch nicht hier vorne. Gut, auf jeden Fall können wir unsere weitere Haushalte, also da vorne das Ding da abbezahlen. Was man auf jeden Fall machen werde. Wieso ist Rainer weg? Nein, Rainer ist weg. Gerne ab mit den Kommentaren, warum Rainer jetzt weg ist. Gut, dann traben wir über heute ein bisschen. Und holen ein paar Fossilien mit. Dann bekommen wir noch ein bisschen Geld dabei. So. Auf jeden Fall, erstmal werden wir uns ein paar Fossilien uns gönnen. Mal gucken, da vorne sind nochmal ein Loch. So, wir holen erstmal die komplette Fossilie raus und dann gehen wir da auch. Ja, zeitnah ab. Noch in diese Part auf jeden Fall. Damit wir auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen. So. Schön die komplette Insel begutachte, ob wir da noch irgendwas habe. Da oben auf jeden Fall. Da unten haben wir da ein Loch. Wunderbar. So, dann gehen wir da hoch. Und eine Schleuder muss mir auch mal bald mal wieder kaufen. So, da ist das nächste Loch. So, hier ist jetzt im Moment vielleicht immer noch was. Mal gucken, ob ich da noch weitere habe. Hier auf jeden Fall nicht. Gehen wir da runter halt. Ich denke mal eher, der Rainer hat Angst bekommen, weil der weiß, dass wie ein gefälschtes Gemälde bekommen habe. Und das wahrscheinlich deswegen per Postweg, dass er genügend Zeit hat, sich aus dem Staub zu machen. Meine Güte. Das kann auf jeden Fall gut möglich sein. So. Einige Fossilien hätte ich schon mal. Aber brauche natürlich noch ein paar. So. Ein bisschen Untraut für zu entfernen. Hier haben wir im Moment nichts, oder? Aber guckt mir natürlich noch mal ganz genau um. Eine Flasche Post. Und was haben wir da? Was können wir da lernen? Haben wir schon. Dann würde ich sagen, ja. Verkaufen wir dann. Bei Tom Nook dann gleich. So. Auf jeden Fall kostet man die komplette Insel hier ablaufe. Ist das der letzte Bereich? Okay, auch mit dem Stab. Gehen wir da rüber.
Aber da ist ein Steg. Wieso kommt der Reiner nicht hier hin? Da ist doch mehr Platz. Gut, da fehlt schon eine Brücke. Aber gut. Gut, eine Brücke soll man da auf jeden Fall auch einbauen. Wie ihr wisst, das braucht ja alles sehr, sehr viel Zeit. Weil alles wirklich sehr, sehr teuer ist. So. Hier sehe ich wohl leider nichts mehr, was mir irgendwie mitholen könnte. Okay, dann geben wir auf jeden Fall die Fossilien jetzt mal alle mal ab. Aber können wir kurz mal hier mal reingucken. Was haben wir da so Neues? Genau, gehen wir kurz wieder da rein. Mal gucken, wie unsere Sternebewertung aussieht. Ja. Yeah, Leute, wir haben 3 Sterne. Also eigentlich könnt ihr euch festhalten, mehr Bewohner sind mehr Sterne. Ja, Leute, das Tutorial hätte wir dann fast hinter uns, weil morgen kommt KK. Und sofern das Spiel überhaupt eine kleine Story hat, ist allgemein die Story ab morgen dann ja erstmal beendet. Nur die Story, das Projekt geht natürlich wie gewohnt weiter, keine Frage. Dann können wir die ganze Insel sehr viel besser umgestalten, umdesignen und was das Ganze noch für uns offen hält. Zum Beispiel weitere Bauprojekte und so, die man auf jeden Fall machen werde. So, erstmal das hier. Und dann geben wir die erstmal ab. So, hoffentlich haben wir ein
paar doppelt, da können wir die verkaufen. So, guck mal, was können wir denn so alles abgeben? Okay. Drei davon können wir auf jeden Fall abgeben. Supi. Ich glaube, das Dino-Bereich ist auf jeden Fall schon richtig voll. Können wir auch mal die Tage gerne mal angucken. Ich glaube, den Bereich ist jetzt auf jeden Fall richtig voll. So viel mir da schon mittlerweile abgegeben habe. So. Dann gehen wir auf jeden Fall erst zum Nook. Werden ein bisschen Geld machen. Und dann werden wir da die Brücke da unten erstmal abbezahlen. Und das holen wir mit. Und da gehen wir rein. So, hallo. Weil ein bisschen was verkaufe. Wir können uns gleich mal die Rübepreise uns angucken. Jo, das wär's dann erstmal. Was? Elftausend. Wunderbar. Aber können wir das Gemälde nicht verkaufen? Okay, gucken wir erstmal Rübepreise. Ich brauche unbedingt ein paar Rübe, die sollen wir uns auf jeden Fall auch mal kaufen. Sofern ich die Möglichkeit dafür habe. Wieso kann man das nicht verkaufen? Tut uns wirklich leid, aber der Händler mit dem Falschware wird uns untersagt. Den Ernst, man kann Falschware nicht verkaufen. Der hat nicht nur über Tisch gezogen, sondern uns Falschware angedreht. Hab die Idee. Es gibt ja jemanden, der noch nicht so weit ist im Spiel. Auf jeden Fall glaube, was ich auf jeden Fall hoffe, dass er noch nicht so weit ist. Oder? Ja, wenn das eh spielen tut, der Update kam vor kurzem raus. Aber werde wieder einfach per Post versenden. So. Yep. Bitte einmal versenden. Freund. So. Was hole ich mir da? Und schreibe einfach mal bitte. Und das. So, wunderbar. So, wunderbar. Genau, das hier machen wir lieber mal eine Geldsack mal rein. So. Und das heißt, jetzt werden wir auf jeden Fall kurz mal nach vorne rüber gehen zu der Teil. Und dann werden wir auf jeden Fall erstmal da die, den Aufstieg bezahlen. Dort dann halt, genau.
Sagen wir einfach mal alles. Aber sicher. So, das ist so mein kleine Sümpse. Das ist auch dann hoffentlich bald mal fertig. Der Aufstieg. Da können wir noch eine billige Holzbrücke uns dort vorne hinbauen. Also hier irgendwo. Ganz da vorne. Dann mal auch da. Dann mal da rüberkommt. Wäre auf jeden Fall ganz gut. Und ja, wunderbar. Mal gucken, ob ich hier alles noch so im Leben werde bei diesem Projekt hier. Mal gucken, ich bin noch nicht allzu weit. Viele Sachen werden erst noch ausgebaut, wie Tomnoklar da oben. Ist auch noch nicht auf die höchste Stufe und dem anderen. Oder auch viele andere Sachen auch noch nicht. Die man auch erst nach dem Tutorial sehen werde oder erst nach der Zeit halt eben. Campingplatz wirklich gut, damit kann man einige neue Bewohner anlocken. Sehr, sehr schön. Ja, sage ich mal, auf jeden Fall an dieser Stelle werde ich den Part hier mal beenden. In den nächsten Part, Leute, geht es dann weiter mit MML Browsing. Sage ich mal, bis dann und haut rein.